So, jetzt ist der Plan, die Soziusfußrasten noch abzuschrauben. An die erste kommt man ganz gut dran. Die zweite sitzt leider schon so ein Stück unter der Verkleidung, aber das stellt hier für uns kein Problem dar. Wir schrauben hier vorne die Kreuzschraube los. Auch hier bitte Vorsicht, da ist wieder so eine Unterlegscheibe aus Plastik drunter. Ja, dann sieht man schon, okay, hier wird es gelupft. Hier unten drunter findet sich auch eine Plastik-Nietschraube. Die wird mit Gefühl und einem kleinen Dreher rausgedreht. Und dann fällt sie einem schon quasi entgegen. So, jetzt haben wir hier genügend Spiel, um das Ganze hochdrücken zu können, bis wir da dran kommen. Jetzt nehmen wir uns die Imbusschraube vor. Die wird zuerst gelöst. Knack, das war der Punkt. Jetzt an der zweiten Stelle. Erst einsetzen, dann das Ganze hochdrücken und halten. So, jetzt hat sie quasi verloren. Jetzt schraube ich da erst die Schraube raus, die unter der Verkleidung ein bisschen blöder sitzt. Schon ist sie lose. Das Ganze mache ich jetzt auch mit der anderen. Jetzt kommt wieder unsere Verkleidungsschraube hier zum Einsatz. Die schrauben wir erst vorne fest. Danach hinten die Plastikniete wieder rein und wieder mit dem kleinen Schraubendreher festgedreht. Die dreht sich dann durch, das ist völlig normal, das ist auch in Ordnung so. So, sieht schon ein bisschen schlanker aus und jetzt gehen wir auf die andere Seite. So, jetzt befinden wir uns auf der rechten Seite vom Motorrad. Gleiches Spiel wie auf der anderen Seite. Hier vorne die erste große Verkleidungsschraube lösen und rausschrauben. Ja, Nummer 1. Dann die kleine Schraube hier hinten unter dem Heck wieder rausdrehen. Plastik-Niet-Verkleidungsschraube, wie ich sie so schön genannt habe. Die vordere Mutter nur anlösen. Verkleidung heben. Die hintere Mutter, die hintere Schraube. Raus damit. Jetzt die vordere rausdrehen. Die Schrauben werden wir gleich noch brauchen. Jetzt geht es hier nämlich zur Sache. So. Eine 14er Nuss. Das Ganze wird losgeschraubt, weil daran hängt der Auspuff nachher fest. So, damit der nicht so lose in der Gegend rumtaumelt, gibt es dieses nette Teil. Das ist quasi ein Auspuffabstandshalter. Dieser wird hier oben an den Originalbefestigungspunkten mit den originalen Schrauben festgemacht. Das machen wir jetzt zuerst. Zuerst drehe ich mir die rein, wo ich gut rankomme. Zumindest drehe ich sie mir so an, dass der Halter sitzt, ich ihn aber noch verstellen kann.
Dann die zweite Schraube. Das ist die, wo man ein bisschen schlechter dran kommt und auf die Verkleidung ein bisschen mit Acht geben muss. Mindestens schon mal anziehen. Jetzt haben wir noch das hier dabei. Damit wird das Ganze jetzt befestigt. Schraube, Mutter, durchführen, das Distanzstück dazwischen auffädeln, durch den Halter stecken. Auf der anderen Seite eine Unterlegscheibe und dann die Mutter wieder drauf. So. Wenn man nur das Ganze ordentlich festziehen kann, die Mutter hat die Größe 14, hinten mit einem Schlüssel drauf. Nein, nicht die Größe 14, die Mutter hat die Größe Nummer 13. So, damit man das Ganze auch festziehen kann, hinten mit einem Schlüssel, ja, hier ist es 13, draufstecken und dann kann ich vorne die Schraube mit dem Imbus festziehen, damit der Herd nicht vibriert, klappert oder wackelt. Der Halter ist von Walter Moto, den gibt es auch noch von GSG und anderen Firmen, kostet so, naja, um die 80 Euro für ein Stück Alu oder Metall. Jemand, der ein bisschen begabt ist, kann das mit Sicherheit auch selbst machen. Die Schraube ist selbstsichernd, die Mutter hinten ist selbstsichernd. Das ist ganz angenehm. Jetzt ist das Ganze auch ordentlich fest. Hat einen schönen Look. Als letztes natürlich noch die Schrauben in der Verkleidung oben an der Schwinge festziehen. Einmal. Zweimal. Vorne die Verkleidung wieder festschrauben. Hinten die kleine Niete wieder rein. Wieder reindrehen. Feste ist, wenn sich das Ganze durchdreht. So wie jetzt. Und dann wackelt hier auch nichts mehr.